Herzlich willkommen, Party People, zu einer neuen, wundervollen Ausgabe von Kunst im Kontext aus dem Germanischen Nationalmuseum. Wir sprechen heute mit Barbara Lauterbach vom Süddeutschen Schaustellerverband. Außerdem dabei Pierrette Herzberger-Fofana, EU-Abgeordnete von den Grünen aus Erlangen. Zuerst wird es aber nochmal richtig laut und zwar eine Punkband Leiden spielt für uns auf. Los geht's. War vielleicht ist das die falsche Unterteilung. Geöffnet und verschlossen als korrekte Maß geht es darum, bereit zu sein. Sicherheit und Sicherung des eigenen Tuts und Angst davor loszugehen. Der Umkehrschluss ist endgültig gestanden. Für den Verschluss bereit, ein bisschen aufzudrehen. Doch bereit sein heißt auch eine Lücke zu erkennen und diese Lücke auch zu verstehen. Der Gewinn ist rein, der Gewinn ist klar, der Gewinn ist, was gewonnen werden will. Leicht zu erreichen ist dieser Sicherheit Herzlich willkommen, Frau Lauterbach. Schön, dass Sie da sind heute. Hallo, ich freue mich auch. Seit über 25 Jahren sind Sie Teil des Süddeutschen Schaustellerverbands. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie da tätig wurden? Ach, das ist eine lange Geschichte und sehr zufallsabhängig, denn eigentlich habe ich was ganz anderes gelernt. Ich bin Quereinsteigerin und wie gesagt, durch Zufall zu den Schaustellern gekommen und inzwischen irgendwie in die große Familie reingewachsen seit 27 Jahren sind es jetzt inzwischen schon. Wow. Ja, wenn man sich so umhört, dann wird eben das Schausteller-Dasein immer als Lebensstil, als Einstellung beschrieben. Warum ist das so? Was ist denn da diese große Faszination außenherum? Es ist schon ein besonderes Volk, ganz klar. Und es hängt sicherlich damit zusammen, dass Schausteller immer auf der Reise sind. Das heißt, nicht wie ein Mensch wie ich, der dann seinen Freundeskreis hat in Nürnberg oder da, wo er wohnt, muss ein Schausteller eben gucken, dass er je nachdem, wo er gerade in seiner Tournee sich aufhält, da sich einen Freundes- oder Bekanntenkreis aufbaut. Und das führt automatisch dazu, dass die Schausteller intern eine sehr enge Bindung haben. Und das Leben ist einfach ein anderes. Man lebt sehr eng aufeinander, man ist auf dem Volksfestplatz, Wohnwagen an Wohnwagen. Und das ist natürlich auch anders als so, wie ich lebe. Ne? Das ist schon besonders, ja.
Jetzt ist ja seit einem Jahr einiges anders, kein Herbstvolksfest, kein Frühlingsvolksfest. Es gab die Nürnberger Sommertage, aber die Schausteller, die sonst immer auf Achse sind, was machen die denn jetzt eigentlich gerade? Ja, sie verzweifeln. Also es ist ganz schwierig, denn wie gesagt, die Menschen fehlen ganz einfach. Es fehlt, ein Schausteller hat ja nicht einfach einen Beruf, sondern das ist eine Berufung und das fehlt auch, ne? Mit den Menschen sich auszutauschen, den Menschen Freude zu bringen, Vergnügen zu bringen. Das ist ja die eigentliche Aufgabe, die ein Schausteller als Lebensaufgabe hat. Und der kann er momentan nicht nachgehen und das ist einfach ein schreckliches Gefühl, denke ich, ne? Wenn man raus möchte und jetzt in seiner Wohnung sitzt, normalerweise, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen im Frühling, dann packt ein Schausteller seinen Wohnwagen und fährt raus. Das konnte er letztes Jahr nicht machen, kann er heuer nicht machen bisher und das ist einfach, ja, man ist abgeschnitten. Wie haben Sie das letzte Jahr denn erlebt? Es fing ja wahrscheinlich an mit dem Frühlingsvolksfest, das nicht stattfinden konnte und dann ging es ja immer weiter quasi. Ja, am Anfang dachte man noch gar nicht, dass es so weit kommt. Da dachte man, naja, im Herbst geht es dann wieder normal weiter. Es war dann nicht so, leider. Es ist halt so, dass die Schausteller tatsächlich ein wirtschaftliches, ein finanzielles Problem haben, das vielen an die Existenz geht. Aber es ist nicht nur das, es ist auch, wie ich schon erwähnt habe, das Emotionale, das Psychische, was dann betroffen ist, wenn man daheim sitzt und darf nicht arbeiten, muss vom Staat Hilfen anfordern, das wollen die ja gar nicht. Also sie wollen mit eigener Hände Arbeit ihren Unterhalt verdienen und es geht jetzt seit über einem Jahr nicht bei vielen. Das sind über 70 Wochen für viele, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Haben schon welche aufgegeben, von denen Sie gehört haben? Auch da habe ich schon gehört, werden wir sicher das ein oder andere Gesicht, das man vom Volksfest kennt, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und das ist schlimm, das ist eine langjährige oder viele Jahrhunderte alte Tradition, die Schaustellerei. Und wenn dann ein Schausteller aufhört, ja gut, einen Gastronomen kann man vielleicht ersetzen, aber einer, der das Kinderkarussell aufbaut oder der ein Riesenrad aufbaut, wenn es die nicht mehr gibt, dann geht eine ganze Tradition dahin und das wäre schon sehr schade, finde ich. Was gab es denn jetzt im letzten Jahr für Möglichkeiten für Schausteller tatsächlich zu arbeiten? Also die Nürnberger Sommertage waren wahrscheinlich das Größte und ansonsten waren aber auch viele Städte ja kooperativ, dass Schausteller zumindest ihre Stände aufstellen können. Was war denn da? Ja gut, es gab die Städte und auch die Stadt Nürnberg besonders, die sind uns schon sehr entgegengekommen und haben versucht, uns auch zu helfen. Trotzdem war es natürlich durch die Pandemie einfach sehr eingeschränkt. Das heißt, Kinderkarussells konnten fast gar nicht stehen, große Karussells auch nicht. Das war jetzt nur im Rahmen der Sommertage, dass man da eine Zeit lang die Möglichkeit hatte, Umsätze zu generieren. Und außerhalb der Zeit waren es einzelne Plätze, einzelne Flächen. Aber wenn Sie sich überlegen, jetzt ist wieder Lockdown. Gut, wir hätten die Möglichkeit oder die Schausteller hätten die Möglichkeit, sich hinzustellen. Aber es ist ja kein Geld verdient. Ne? Und es wäre wieder begrenzt auf Imbiss und Süßwaren. Und alle anderen Betriebe, Fahrgeschäfte, Belustigungen, Spielgeschäfte, Losboden, die haben eben ein Problem. Gibt es da noch irgendwelche weiteren Möglichkeiten, sich quasi im Zusammenschluss stark zu machen? Oder ist es jetzt wirklich die nächste Perspektive, einfach Sachen wie das Nürnberland und Ähnliches? Naja, die Schausteller arbeiten immer proaktiv, das ist schon so. Also es war ja abzusehen, dass wahrscheinlich das Frühlingsfest so auch nicht stattfinden kann. Und tatsächlich haben wir schon Ende letzten Jahres begonnen, uns Gedanken zu machen, was man denn als Alternative anbieten könnte, Corona-gerecht mit allen Infektionsschutzmaßnahmen, mit Hygienekonzepten und so weiter. Es ist inzwischen ja auch dieses Konzept Nürnberland in der Schublade, auch mit detailliertem Hygienekonzept, ganz akribisch ausgearbeitet. Aber es hängt einfach an der Freigabe der Staatsregierung. Das muss dann in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entsprechend so formuliert sein, dass wir eben letztendlich dann auch die Erlaubnis haben, das in die Tat umzusetzen. Wie viel Planbarkeit gibt es da denn? Wir haben es ja allein mit der Osterruhe gemerkt, es ändert sich alles ständig. Im Voraus zu planen, ist es überhaupt möglich gerade? Ja, planen ist freilich möglich, aber es ist ganz schwierig, denn die Planung ist quasi fertig oder die Details müssen natürlich noch definiert werden, aber das große Ganze steht im Prinzip und jetzt hängt man wieder in der Warteschleife und das ist einfach zermürbend, ne? Weil man weiß, ja, wir hoffen jetzt auf Pfingsten,
Aber so wie es momentan aussieht, weiß man auch nicht, wie es sich weiterentwickelt. Jetzt kann durchaus sein, dass es Pfingsten nicht starten kann. Ja, also man ist einfach, man hat immer diese Unsicherheit, diese Perspektivlosigkeit. Man kann das Licht am Ende des Tunnels noch nicht erkennen. Das macht es so schwer. Licht wäre vielleicht das Nürnberland. Können Sie da vielleicht nochmal erklären, was da dahinter steckt? Das Nürnberland wäre nicht so wie im letzten Jahr der Sommer in der Stadt an verschiedenen dezentralen Orten, sondern es würde tatsächlich am angestammten Platz, dem Volksfestplatz, stattfinden. Aber das Konzept ist ein ganz anderes. Also die Besucherstraßen wären deutlich breiter. Es gibt viel größere Freiflächen, die dann auch als Begehungsflächen genutzt werden könnten. Die Abstände zwischen den einzelnen Geschäften wären viel größer. Wir hätten das ganze Gelände eingezäunt mit Registrierung, Besucherzählung, mit Nachvollziehbarkeit. Und jedes einzelne Geschäft hätte dann auch sein individuelles Hygienekonzept mit Zugang, Abgang und so weiter, Masken tragen. Also diese ganzen Details wären alle definiert und geregelt, sowohl für die Veranstaltung als Ganzes als auch für jeden einzelnen Betrieb. Also da kann man auf jeden Fall sagen, das wäre eine sichere Geschichte. Es wäre ein temporärer Freizeitpark, der unseres Erachtens auch wirklich gut funktionieren würde. Was ist denn die Idee dahinter? Also wie schaffen Sie es, das Nürnberland noch weiter zu entzerren? Ja, entzerrt wird nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Das heißt, wir haben eine Spieldauer von 32 Tagen insgesamt über 8 Wochenenden. Wir spielen aber auch nur von Donnerstag bis Sonntag. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch bleibt das Nürnberland geschlossen. Das Ganze ist ja als temporärer Freizeitpark konzipiert. Und wir wollen auch nicht falsche Erwartungen wecken mit dem Familientag, der ja so verinnerlicht ist schon in Nürnberg, dass Mittwoch immer Familientag ist, dass wir gar nicht riskieren wollen, dass eben so viele Menschen kommen und jetzt erwarten, dass sie hier zum halben Preis fahren können und es dann vielleicht gar nicht mehr zu handeln ist. Insofern immer Donnerstag bis Sonntag, insgesamt 32 Tage, das ist doppelt so lang wie ein normales Volksfest. Und so hoffen wir, dass es sich auch gut verteilt. Wäre ja dann aber vermutlich mit den ganzen Hygienemaßnahmen, Gästezählung und so weiter, mit deutlich weniger Besucherzahlen dann für Sie zu rechnen. Inwiefern ist das dann rentabel? Also es wären definitiv weniger. Wir rechnen damit, dass wir 6.000 Besucher reinlassen könnten auf einmal. Normalerweise an einem gut besuchten Familientag haben wir über 40.000. Also man sieht, das ist wesentlich weniger. Wir würden 1 Euro Hygieneobolus verlangen von den Menschen, die reinkommen, und hoffen dadurch, dass die tatsächlich kommen, auch konsumieren möchten. Ne? Es sind natürlich auch weniger Betriebe da. Also wir haben nicht 170 Betriebe geplant, wie ein normales Volksfest hat, sondern um die 100. Damit sind es auch weniger Betriebe, die Geld verdienen müssen, aber ein Risiko bleibt es trotzdem, das ist ganz klar. Also ich habe jetzt die Tage gesprochen mit dem Betreiber vom Turm. Wenn der zu uns fährt, aufbaut, abbaut und wieder heimfährt, hat er allein 50.000 Euro ausgegeben. Dann hat er aber noch nichts eingenommen. Die muss man erst wieder reinholen. Eben. Und dann sieht man schon die Dimensionen. Die Schausteller müssen in Vorleistung gehen und das muss einfach irgendwie wieder erwirtschaftet werden. Das ist das eine. Man hofft natürlich, dass das irgendwie auch funktioniert. Aber das andere ist trotz alledem, dass viele sagen, ich will einfach wieder arbeiten. Mhm. Nach welchen Kriterien haben Sie jetzt entschieden, welche Stausteller dürfen da tatsächlich dran teilnehmen und welche dürfen vielleicht auch einfach nicht? Prinzipiell waren alle, die einen Vertrag hatten fürs Frühlingsfest, eingeladen, sich zu bewerben. Und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Und zwar das Besondere, was wir da gemacht haben, ist, dass viele Nürnberger Schausteller entweder auf Frontmeter oder sogar auf ganze Geschäfte verzichtet haben, dass wir wirklich einen Großteil unterbringen konnten. Natürlich gibt es Härtefälle, die wird es immer geben, aber wir haben tatsächlich auch nicht nur Nürnberger Steuerzahler zugelassen, sondern auch Schausteller deutschlandweit und aus dem benachbarten Ausland. Also wichtig war uns, dass wir Attraktionen da haben, also tolle Fahrgeschäfte. Die Gastronomie wird in dem Fall, es ist ja ein temporärer Freizeitpark, sicherlich nicht den Stellenwert haben wie beim Volksfest. Und von daher haben wir versucht, das einfach so gerecht wie möglich zu bestücken. Und ich denke, es ist ganz gut gelungen.
Es gibt ja auch oft Unterstützung, auch aus den benachbarten Ländern. Wie sieht es denn da aus mit den Reisebeschränkungen und so? Gibt es da Probleme? Das haben ja auch viele Erntehelfer etc., dass einfach Leute nicht arbeiten kommen können. Die Mitarbeiter sind tatsächlich ein Problem. Allerdings haben wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung vom letzten Jahr. Also die Mitarbeiter werden dann mit entsprechend Vorlauf eben reingeholt, damit sie die Quarantänezeiten überbrücken können, damit sie dann tatsächlich dann, wenn sie gebraucht werden, auch zur Verfügung stehen. Ja. Das heißt, wenn alles klappt, ist der Plan Pfingsten los? Pfingsten, das wäre unser Wunsch, ja, dass wir am Pfingstwochenende beginnen, so die Pandemie mitspielt. Ja. Jawohl. Vielen Dank, Frau Lauterbach. Viel Erfolg dabei, genau. Dankeschön, ja, können wir brauchen. Drücken Sie uns die Daumen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und danke, dass ihr für uns gespielt habt. Wie schaut es denn aus? Wann war denn euer letzter richtiger Auftritt vor Publikum? Unser letzter richtiger Auftritt war vergangenes Jahr im September und den haben wir tatsächlich aber auch selbst organisiert, damit das was wird und da haben wir unser Album released. Ah, alles genau. Corona-konform natürlich. Mit Hygienekonzept und allem drum und dran im eigenen Proberaum, mit Anmeldung und natürlich. Das Album hieß ja Nichts wert oder heißt immer noch Nichts wert. Und wenn man da mal so durchhört, da sind ja auch so kurze Tracks zwischen den Liedern drauf. Ist es so als Platte gedacht, mal wieder, die man von Anfang bis Ende durchhört? Oder was war die Idee hinter diesen kurzen Zwischenstücken auch? Ja, also tatsächlich haben wir relativ lange überlegt, welche Reihenfolge, welche Songauswahl überhaupt sinnvoll ist für das Album, dass man schon einfach relativ schnell durchhören kann und auch mit einer Stimmungskurve irgendwie, die wir uns überlegt hatten, dass es sich als runde Sache insgesamt anfühlt. Ja.
Wir haben uns ja schon mal gesehen, da war aber alles sehr, sehr ruhig. Rainer Reier, euch beide, du warst beim Singen auch als Sebastian dabei. Hast du da jetzt die Lautstärke reingebracht oder warum ist auf einmal alles so viel lauter als vorher? Ja, eigentlich waren die zwei als Leiden alleine und ich bin dann erst dazugestoßen. Also die hatten mal einen Bassisten, dann hatten sie aber zu zweit weitergemacht und jetzt bin ich dabei. Ja, man muss vielleicht sagen, das hat sich so wirklich so ein bisschen entwickelt aus dieser anderen Band heraus. Also vorher waren wir auch in einer vierköpfigen Besetzung unterwegs und hießen auch noch anders. Aber Jakob und ich waren eben schon dabei und dann irgendwann hat sich das so im Laufe der Zeit verändert und das ist jetzt so die aktuelle Konstellation. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich gerade ein bisschen ruhiger bei euch. Wie vertreibt ihr euch so eure Zeit? Also ich würde sagen, die Projekte gehen uns nicht aus. Wir haben angefangen, die freie Zeit, die dadurch entsteht, dass man nicht spielen kann und dementsprechend natürlich auch nicht so intensiv, gerade zu dritt ja auch zusammenarbeiten kann, das ist immer so eine Sache im eigenen Raum, wenn die Polizei vor der Tür steht und so. Aber wir haben angefangen, dann andere Projekte zu starten. Also unter anderem haben wir ein kleines Fanzine ins Leben gerufen, das heißt beim Pieseln in die Blau gefallen. Da ist hier der Marius so der Hauptzuständige. Ja, mittlerweile kam die 10. Ausgabe kam jetzt zuletzt raus. Das ist so ein Heft, das wir selber im Proberaum zusammen kopieren, ganz klassisch A5, zusammengetackert. Genau, das machen wir jetzt viel. Und da sind ganz viele regionale Künstler und Künstlerinnen mit dabei, die uns quasi Input mit reingeben und es kommen Sachen von uns mit rein und dann entsteht dieses Heft. Also quasi. Artikel über regionale Künstler? Nein, nicht nur Artikel, sondern es ist auch viel Grafisches ist dabei. Wir machen zum Teil ganz klassisch Band-Interviews. Jetzt kommen neue Reviews, kommen jetzt auch mit rein und einfach ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Ja. Jetzt habt ihr ihn gerade schon angesprochen vorhin, euren Proberaum. Da gibt es auf Facebook auch sehr böse Worte, die ihr schon drüber verloren habt. Jetzt ist meine Frage, was ist denn das Problem mit eurem Proberaum? Ja, der ist ziemlich dreckig. Zwischen den Proberäumen gibt es nur Rigipswände. Mäuse gibt's. Ja, der Proberaum hat bei uns den Spitznamen Mäuseloft. Aber es ist wirklich richtig heftig. Ihr habt auch viel mit Scheiße zu tun, habe ich gelesen. Wir haben viel mit Scheiße zu tun, ja. Ja, also das sind echt nicht nur die Mäuse. Wir sind auch immer wieder erstaunt, was Menschen so alles fabrizieren können und wie sie mit ihren Fäkalien umgehen. Oh weh, wo ist denn dieser Proberaum? Der ist in der Holzschuhestraße. Das ist auf der Höhe Rotenburger Straße. Und ja, das hat ein Mensch angemietet, gepachtet quasi das Gebäude. Und hat sich dann gedacht, ne, Platzmangel in Nürnberg ist allgemein bekannt. Es gibt viele Leute, die suchen. Und wenn man so ein Gebäude pachtet, da kann man viel Geld verlangen, viel Kohle machen und muss sich wenig drum kümmern. Man wird die Räume auf jeden Fall immer los. Und das ist auch das, was wir merken. Also da werden relativ wahllos Menschen reingeholt. Und das ist natürlich ganz schwierig, da gemeinsam auch, ich sag mal, cool zusammen irgendwie zu arbeiten oder seinen Kram zu machen. Und wir nutzen unseren Raum schon sehr als Arbeitsraum. Und das ist schwierig. Also ich denke, so gewisse Streitigkeiten sind da so ein bisschen vorprogrammiert. Man kann sich das vorstellen als ehemaliges Großraumbüro und da sind eben mit Rigipswänden Parzellen reingezogen. Das heißt, also man hört alles von den Nachbarn und alles außenrum. Das, ja. Wenn man so eine laute Situation. Wenn man so eine laute Band ist, wie wir es sind, dann wird man gehasst. Also tatsächlich mit gegen die Tür treten und also im Stockwerk wurde auch schon eine andere Tür eingetreten. Also es ist schon echt ganz schön unangenehmes Umfeld insgesamt. Das heißt, prinzipiell bräuchtet ihr mal was Neues. Seid ihr auf der Suche? Wir sind auf der Suche und wir brauchen auch aus einem anderen Grund was Neues, weil wir eben jetzt auch viel im Kunstbereich allgemein gemacht haben mit dem Fanzine. Wir drucken viel selber, wir haben jetzt eine riesen Kopiermaschine in unserem kleinen Raum stehen, die nimmt auch nochmal Platz für ein Schlagzeug weggefühlt. Und das ist so das Ding, also wir suchen inzwischen eigentlich eher nach einer Kombilösung auch, weil wir einfach vielseitiger Kunst fabrizieren. Also unabhängig jetzt von dem Projekt machen wir selbst eben auch einzeln viel Musik in Projekten. Der Sebastian hat jetzt noch ein kleines Tape-Record-Label gestartet. Genau, Werbung inklusive. Also, und das ist natürlich, um da cool zu arbeiten, braucht man einfach natürlich Raum. Und da merken wir, der ist in Nürnberg nicht so vorhanden. Es ist schwierig, da was zu finden. Also Dimension 20 Quadratmeter Raum mit den Umständen, die wir gerade beschrieben haben, für 320 Euro im Monat, das ist einfach schon heftig. Ihr macht ja jetzt auch schon länger Musik und dass ihr jetzt an dem Punkt seid, so einen Raum zu haben, der so ungeil ist, habt ihr das Gefühl, es hat sich in Nürnberg verschlechtert oder es tut sich was in die Richtung oder wie seht ihr die Entwicklung da?
Also ich würde nie sagen, dass sich was verschlechtert. Einfach aus dem Grund, weil ich durch die Vielzahl der Projekte, die wir machen, merke, dass ein Riesenpotenzial in Nürnberg vorhanden ist. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mit einer ganz großen Bereitschaft hier in Nürnberg sind, die unbedingt was machen wollen, Sachen starten wollen. Und das ist für mich erstmal das Wesentlichste, um dann einen Nährboden zu schaffen. Fakt ist, dass jetzt gerade auch natürlich im Verlauf dieser ganzen Corona-Krisenzeit das mit der Suche und den Möglichkeiten noch eingeschränkter geworden ist. Das ist jetzt, glaube ich, weniger zwingend Nürnberg geschuldet als der allgemeinen Situation. Grundlegend wäre aber schon gut, wenn sich da einfach ein bisschen mehr tun würde, ein bisschen mehr Räume einfach geschaffen werden. Man sieht doch auch in Nürnberg, dass immer wieder mögliche Räume dann nicht so genutzt werden, wie sie nutzbar wären. Ich meine, das Quelle-Gebäude ist ein Beispiel, aber das summiert sich inzwischen halt doch auch. Also wir waren vorher in einem ganz großen Proberaumkomplex an den Rampen und der ist zum Beispiel ist mittlerweile so ein, wie nennt sich das, wo ich quasi meinen ganzen Hausrat reinstellen kann, wenn ich ihn gerade nicht brauche. Also das ganze Gebäude wurde umgewandelt, weil es einfach lukrativer ist und das macht sich einfach bemerkbar. Und gerade für so Bands, wie wir jetzt eine sind, die auch einfach nicht nur mit Akustikgitarre zu Hause proben kann. Also das funktioniert bei uns einfach nicht. Wir sind laut und das muss auch so sein, anders können wir auch einfach schlecht arbeiten. Und dafür braucht es eben auch Strukturen, die dann gut funktionieren. Abgesehen vom Proberaum, wenn wir mal in die Zukunft schauen, was wären denn so eure nächsten großen Projekte? Tja, also eins liegt tatsächlich schon so halb in der Vergangenheit. Wir wollten eigentlich jetzt zwischen den Jahren ins Studio wieder gehen. Wir hatten eigentlich schon viel Material zusammengearbeitet, um mit Leiden das zweite Album aufzunehmen. Die ganze Sache ist schon so gedacht, dass es relativ schnell geht, alles ja, so Stück für Stück weiter. Und das wäre jetzt eigentlich der nächste große Schritt gewesen und wir warten und brennen darauf, endlich ins Studio gehen zu können und dann auch wieder loszulegen tatsächlich. Also ich würde sagen, das ist schon eigentlich auch noch in die Gegenwart und Zukunft mit reingehend das nächste große Projekt jetzt für dieses Projekt jetzt. Genau. Also es ist sehr verwoben. Dadurch, dass wir eben auch einzelne Sachen machen, ist natürlich trotzdem auch das Vorantreiben des Fanzines einfach ein Thema und das wächst und ist eine große Nachfrage auch da, genauso wie sowas eben wie das Tape-Label oder eben einzelne musikalische Projekte, die wir doch auch in dem Raum ja voranbringen. Ja, wir sprechen so intern immer über die zukünftige Zentrale. So ist es so ein bisschen gedacht, dass es eigentlich ein großer Raum ist, in dem wir all diese Sachen machen können. Auch vielleicht ein bisschen Siebdrucken, Kopieren, Musik machen, vielleicht auch selber Aufnahmen und all diese Sachen. Das wäre einfach ziemlich gut, wenn sowas in die Richtung gehen könnte. Wenn man so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, ihr macht ja wahnsinnig viel. Gibt es da so eine zentrale Anlaufstelle oder gibt es für jedes Projekt sein eigenes kleines Seitchen? Also für das Pieselheft. Für das kleine Magazin, das wir rausgebracht haben, das kriegt man nicht so im Müller. Da kann man mich gerne oder fragen. Im Geschäft. Dann schnappe ich mein Fahrrad und bringe es vorbei zu Hause. Ja, genau. Anschreiben. Natürlich. Und sonst gibt es halt eine Bandcamp-Seite. Genau. Ja, gut, also ein paar Sachen sammeln sich jetzt so um Nasse Records ja vielleicht so auch zusammen, ja. Oder? Also auch das Solo-Projekt, das der Jakob jetzt oder das Projekt, an dem der Jakob jetzt gerade arbeitet, das wird ja wahrscheinlich auch über Nasse Records rauskommen. Also das ist vielleicht gar keine schlechte Adresse, diese Bandcamp-Seite von Nasty Records. Aber wir sind, glaube ich, allgemein mehr Bandcamp, Lo-Fi fahrradmäßig unterwegs. Instagram ist bei uns nicht. Dementsprechend ist es schon eingeschränkter. Facebook geht natürlich. Also jetzt in diesem Fall wurden wir auch über Facebook doch erreicht. Da schaut zum Glück der Sebastian immer noch ab und zu mal rein. Wir beiden sind da auch. Was anderes kennt das Lokalfernsehen nicht. Das war unsere einzige Kontaktmöglichkeit. Sehr gut, ja. Nee, aber genau. Also dementsprechend, wir sind echt so eher über Mail und sowas erreichbar. Und die findet man ja dann doch, wenn man auf Bandcamp und so schaut. Da gibt es Möglichkeiten. Frau Herzberger-Fofana, schön, dass Sie heute da sind. Zuallererst, wir würden Sie gerne näher kennenlernen. Sie sind 1949 in Bamako in der Hauptstadt von Mali geboren. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihr Weg dann vielleicht auch? Sie waren ja dann in Paris, in Trier und schlussendlich in Erlangen. Wie ist das alles zustande gekommen? So, erstens muss ich eigentlich sagen, jahrelang habe ich ein bisschen niemals mein Geburtsdatum gesagt. Oh, der erste Fehler. Das ist nicht schlimm. Mittlerweile die ganze Welt weiß, wie alt ich bin.
Ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Ich bin zwar in Bamako geboren, weil mein Vater versetzt wurde. Es war noch zu dieser Kolonialzeit. Er war dann Pharmazeut, nicht Apotheker, er war immer in der Forschung tätig. Und die Franzosen hatten also eine ganz bestimmte Regelung, dass afrikanische Beamten durften nicht in dem eigenen Land dienen. Mein Vater kam aus Guinea-Conakry. Dann hat er zuerst mal im Senegal und dann wurde er versetzt. Und ich bin die Einzige in meiner Familie, also alle meine Geschwister sind in Dakar geboren. Und bereits mit 2 Jahren war ich wieder in Dakar. Mein Vater wurde wieder nach Dakar versetzt. Und dann bin ich in Dakar aufgewachsen. Dann habe ich da in Dakar gelebt. Ja. Meine Mutter kommt aber aus Kapverdischer Insel. Das ist nicht so bekannt, habe ich den Eindruck, in Europa. Und damit habe ich dann verschiedene Identitäten, 4 Identitäten. Und als ich gewählt wurde, habe ich mich so gefreut, weil sämtliche Zeitungen in Senegal haben sie gesagt, eine aus dem Senegal. Guinea hat gesagt, eine aus Guinea. Mali hat gesagt, eine aus Mali. Und Kapverdische Insel, eine aus Kapverdischer Insel. Und das finde ich sehr schön. Und ich habe dann in Paris, also in Frankreich, das war nicht in Paris am Anfang, aber in Frankreich, Hippocagne und dann in Paris und dann in Deutschland. Und ich muss immer sagen, das war mein Wunsch, nach Deutschland zu kommen, nach Deutschland zu studieren. Ich wollte Deutschlehrerin. Das hört sich total verrückt an, das weiß ich, aber ich habe einfach die deutsche Literatur gemocht. Ihr Weg hat Sie dann nach Erlangen geführt, wo Sie dann, glaube ich, auch geblieben sind. Warum Erlangen? Was hat Ihnen da so gefallen? Ganz einfach, ich habe mich beworben und ich habe die Stelle gekriegt an der Universität. Mehr nicht. Das war als Lektorin und dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ja, und 2005 haben Sie sich dann entschieden, in die Politik zu gehen. Das war zumindest das erste Mal, dass Sie in den Stadtrat dort gewählt wurden. Wie kam das denn alles? Also, ich würde nicht sagen, dass ich das gewählt habe. Das Nein? stimmt auch nicht. Nein. Ich hatte auch nie gedacht, ich würde eine Politikerin sogar, um ganz ehrlich zu sein, weil Politik für uns damals war etwas bisschen schrecklicher. Also ich habe dann in meiner eigenen Familie, ich habe meinen Onkel, der Minister war und wurde erhängt in Guinea. Mein Vater wurde auch angeboten, das Amt von Gesundheitsminister in Guinea. Und dann zu der Zeit gab es sehr viele Probleme in Guinea. Gott sei Dank wollte meine Mutter nicht nach Guinea. Ja? Gut, als Kinder hat man gesagt, warum nicht, da werden wir Kinder von, wissen Sie, wie Kinder sind, ja? Kinder von Minister hört sich gut an. Aber Politik war wegen dieser ganzen Unruhe in den anderen afrikanischen Ländern, war eben nicht überhaupt gar nicht etwas, das ich gewählt hatte. Es war auch nicht mein Ziel. Aber wie ich in die Politik gekommen bin, in den 80er Jahren hatte ich mich sehr engagiert, Frauen und so weiter. Und ich war 1995 in Beijing. Ja, ich habe an diesem Gipfel teilgenommen mit unserem Verband. Das war der Verband der afrikanischen Frauen für Forschung und Entwicklung. Und wir waren dann eingeladen und ich war dann in Beijing. Und zu der Zeit habe ich sogar die Winnie Mandela getroffen. Die kam da in unser Zelt, das Afrika-Zelt. Und als ich zurückkam von Beijing, habe ich dann, also in der Zeitung war es bei uns in Erlangen Nachrichten, dass ich in Beijing war. Und als die Grünen den Artikel gelesen haben, die haben mich gefragt. Ja, das ist was ganz anderes. Die haben gesagt, ja, wir brauchen einen Oberbürgermeister für Erlangen. Ob ich nicht kandidieren wollte. Und ich dachte, oh Gott, nein, das will ich nicht. Das kann nicht sein. Und zu dieser Zeit, ich weiß nicht, Sie waren vielleicht noch nicht geboren, Sie sehen sehr jung aus. Es gab sehr viele Probleme mit Rassismus in Deutschland. Ja? Und da dachte ich, ja, nur darüber zu schreiben, und jetzt hast du die Möglichkeit, was zu machen. Ich wusste ganz genau, ich wäre niemals die Oberbürgermeisterin der Stadt Erlangen. Aber das war ein Signal. Und so habe ich kandidiert, das allererste Mal. Das war für den 10. März 1996. Und so bin ich auf einen ganz anderen Umweg in die Politik reingekommen. Gut, das war dann diese Kandidatur. Es war unheimlich interessant, weil, wissen Sie, wenn Sie nie an sowas gedacht haben, und plötzlich ist neue Wege, neue Perspektive. Da denkt man, aha, das Land, das ich dachte, ich kenne, ist ein bisschen anders. Ja?
Es ist nicht nur Literatur, schöne Seite, gibt es auch andere Seiten, zum Beispiel diese Brennpunkte, Viertel. Also die ganzen Probleme wurden mir dann bewusst, ja. Aber dann war es einmal und meine Kinder waren noch klein. Ja, dann habe ich nichts mehr gemacht bis 2002, wo ich wieder gefragt wurde von der Grünen Liste, ob ich nicht kandidieren möchte für den Stadtrat. Und so habe ich wieder kandidiert. Erfolgreich in dem Fall dann. Ja. Ganz genau. Jetzt waren Sie dann in der Stadt drin. War das da schon für Sie möglich, gerade zu den Themen Rassismus und Gleichstellung der Frauen Stellung zu beziehen? Ja, ja, ja. Was waren Ihre Schwerpunkte? Zum Beispiel, ja, Frauen, Diskriminierung. Also mein Antrag, 2009 habe ich dann den Antrag gestellt. Und ab meinem Antrag konnte dann die Stadt Erlangen zum ersten Mal die Woche, die internationale Woche gegen Rassismus. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das war mein Antrag immerhin. Und ich freue mich, 10 Jahre später zu sehen, dass am Anfang war eine ganz kleine Woche, die wir also organisiert hatten. Der Betrag war auch wirklich sehr klein. Und heute, 10 Jahre später, also die Woche gegen die internationale Woche gegen Rassismus findet jedes Jahr statt, seit 2009. Das war dann diese Möglichkeit. Das hat mich auch gefreut. Sie wollten ja bei der Kommunalpolitik nicht stoppen, sondern haben sich dann noch weiter beworben. Und zwar, ich glaube, bei der Europawahl 2019 stand es dann fest, dass Sie als EU-Abgeordnete ins Europäische Parlament ziehen dürfen. Wie war denn da der erste Tag für Sie in Brüssel? Ich war ganz glücklich, als ich gewählt wurde. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, ne, die mich gewählt haben. Ja, wissen Sie, wenn ich ankam, da ist man so bewegt, aber ich glaube, da waren alle, weil wir wussten nicht, wie das wird. Aber wir haben dann Guide, so Menschen gekriegt, eine Art von Mentor, ja, die uns ein bisschen geholfen haben. Und also die Wahlen waren am Sonntag, am 26. und wir waren schon bereits am Mittwoch. Am Mittwoch waren dann die ersten Sitzungen mit den Grünen, aber ich glaube, wir waren alle, auch die anderen waren genauso aufgeregt wie ich, weil kein Mensch wusste, wie war es, wie sieht es aus. Zwar hatte jeder auf seine Art und Weise geträumt, da zu kommen und jetzt ist es Realität, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen, Ihren Alltag in Brüssel, also wie läuft das ab, so ganz grob? Ja, das ist auch zuerst so, es gibt verschiedene Ausschüsse, Entwicklung, ACP, auswärtige Angelegenheiten und damit habe ich dann die Möglichkeit, auch über die ganzen Entwicklungsländer, afrikanische Länder, Schwerpunkt, also Sahel, das ist mein Schwerpunkt, die Sahel-Länder, weil ich komme von dort und ich kenne mich auch gut aus, aber mittlerweile kenne ich mich auch sehr gut aus in der Politik von Ostafrika, was ich damals nicht so gut kannte, Uganda, Äthiopien, Djibouti mit den Wahlen vor kurzem und so weiter. Also wir haben dann diese Ausschüsse, wir tagen dann, wir haben diese Assistentinnen, die uns helfen. Also in Brüssel sind 3 Assistentinnen, hier lokal habe ich dann die 2 und sie bereiten, also wir bereiten dann die Sitzungen vor, aber wir bekommen schon vorher unsere Agenda. Die Themen Entwicklung und Gleichstellung der Geschlechter ist ja riesengroß und Sie wissen ja aus Ihrem Erfahrung auch einfach zum Teil, was da schief läuft. Was sind denn so die größten Punkte gerade bei der Entwicklungsarbeit, die Sie gerne verändern würden? Zum Beispiel, ich habe gebracht, dass diese Erinnerungskultur reingebracht wird. Dass es wichtig ist, wenn wir wirklich die Beziehungen zu den Entwicklungsländern also besser also ändern wollen, dann, wenn wir diese Beziehung wirklich auf Augenhöhe, dann müssen wir auch zum Beispiel in Europa die Geschichte Afrikas einführen in Schulen auf allen Ebenen. Viele Leute zum Beispiel wissen nicht, dass Deutschland ein Kolonialmacht war. Und wenn man das sagt, das heißt, oh Gott, nee, lasst uns in Ruhe. Wir haben schon den Holocaust, also müssen wir auch nicht das da noch zusätzlich. Ja? Aber man kann auch einfach da sich auseinandersetzen. Es geht nicht da, den Finger zu zeigen, ja, die bösen, bösen, bösen Weißen, nein. Aber wie die Geschichte war und was passiert ist, und warum die Länder auch so sind heute. Ja? Nicht, weil die alle faul sind. Nein, das ist nicht der Grund. Es sind auch mal Verträge abgelaufen, die nicht korrekt waren. Rohstoffe, alle Sachen werden auch weggenommen, weil die Verträge nicht immer zugunsten oder sagen wir mal, die Bedürfnisse von den anderen nicht immer berücksichtigt wurden.
Ja, und das ist dann zum Beispiel Sachen, wo ich sagen kann, ich bin sehr froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, zumindest das reinzubringen in unsere, in dem Abkommen, diese Cotonou, Post-Cotonou, diese Post-Cotonou-Abkommen. Oder auch andere Seite, über, gerade wenn Sie über Frauen sprechen, ja, die Rolle der Frauen in allen diesen Ländern, ohne belehren zu wollen, ganz im Gegenteil. Ich habe immer bei meinem Amendment habe ich immer berücksichtigt, was ich gehört habe, als ich in Missionsreise war. Zum Beispiel, ich war im November, das war vor Corona, war ich in Nairobi und ich hatte die Möglichkeit, mit Jugendlichen zu sprechen, die uns wirklich fast angefleht haben. Und als sie gesagt haben, wissen Sie, in unsere, das war in Kenia gibt es keine sexuelle Erziehung zum Beispiel in der Schule. Und es wäre gut, wenn wir unsere Regierungen dazu bringen könnten. Und ich weiß, das ist für die, bei den meisten afrikanischen Ländern so, wenn man sofort Sexuelle denkt, dann denken die Leute, oh je, jetzt bringen sie die Homosexuelle, die Trans und was weiß ich. Ja? Statt zu sagen, nein, eine echte sexuelle Erziehung wäre auch für Entwicklungsländer die Möglichkeit zum Beispiel, dass wir keine Frühheirat bekommen, Frühschwangerschaft auch bekommen und dann dass bestimmte Rituale wie die Genitalverstümmelung auch mal abgeschafft wird, ohne dass es heißt, Europa ist jetzt gekommen, aha, jetzt sind die Schwarze-Weißen gekommen und die machen dann die Arbeit, die vielleicht mal, man denkt immer die Europäer. Und das war dann wirklich von Jugendlichen aus Kenia, Tansania, Uganda, die wirklich gesagt haben, können Sie uns mal vielleicht nicht helfen, also einwirken, dass diese Änderungen auch gibt. Und ich glaube, das war zum Beispiel das unheimlich interessant für mich auch, weil das waren dann meine Themen. Aber zu hören, das sind Leute aus diesen afrikanischen Ländern. Das ist ihr Wunsch. Ja? Und nicht, dass wir kommen und sagen, jetzt machen wir mal dies und jenes und wir wissen alles besser. Und nein. Und deswegen, wenn Sie sagen, mit diesen Themen, ja, das sind Themen, die mir wirklich am Herz liegen. Alles, was mit Jugendlichen, mit Frauen, weil ich weiß auch, wie schwierig das ist, auch Änderungen, also Mentalitätsänderungen, es ist überall sehr schwierig, sei es in Europa oder in Afrika. Und dann in Afrika darf man nicht vergessen, sehr oft ist auch diese Last von der Kolonialzeit, das wirkt sehr stark auf die Leute. Und wenn wir dann in Dialog eintreten, müssen wir dann irgendwie aufpassen, dass wir dann nicht die Leute brüskieren. Weil wenn sie brüskier sind, dann sagen sie nein. Ganz einfach und machen sie zu und da ist kein Dialog möglich. Und heutzutage mit Internet, die sind genauso gut informiert in Afrika als hier. Ja? Jeder kann googeln, sind alle klug geworden. Und also deswegen ist es für mich diese Arbeit, also in dieser DEWE-Entwicklungsausschuss, wahnsinnig interessant und auch mit ACP. Das ist, ich denke, ich habe die Möglichkeit, etwas zurück auch zu geben, Leute auch, also von beiden Seiten. Ne? Erstens mal die Jugendlichen hier, die auch in die Politik eintreten wollen und zu wissen, es ist möglich, man kann auch Sachen, also kleine Schritte, wir können auch ein bisschen ändern, dass unsere Welt besser wird. Wenn wir vielleicht noch einen kurzen, zum Schluss einen kurzen Ausblick machen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass George Floyd getötet wurde. Ein Jahr Black Lives Matter. Was ist Ihr Eindruck nach einem Jahr? Die Bilanz vielleicht auch? Entwickelt sich was zum Positiven da? Erreicht diese Bewegung was? Oder wird es wieder versinken wie jedes Mal, wenn irgendwas passiert eigentlich? Ich glaube, das hat was gebracht, diese Black Lives Matter, ganz ehrlich. Ich war selbst hier in Nürnberg, da waren 5.000, die hier demonstriert hatten und ich hatte auch hier auch gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr berührt zu sehen, dass ganz viele Jugendliche dabei waren, weiße Kinder, die eigentlich damit nichts zu tun, ja, die nicht konfrontiert direkt, aber die auch verstanden haben, wir können nur alles kann sich nur ändern, wenn wir dann zusammen dann arbeiten. Wenn wir sagen, ja, Rassismus, das ist nicht nur für die anderen. Nein, wir sind auch alle damit betroffen auf diese Weise, wie, mit, also was da passiert ist.
was vielleicht, das ist vielleicht mal, vielleicht nicht eine Kritik, aber sagen wir mal ein Rat, dass manchmal, das habe ich auch in Nürnberg hier erlebt, dass ganz viele Jugendliche, die waren so engagiert und so euphorisch, dass sie dann trotzdem manchmal nicht Rücksicht genommen haben auf die Gruppen, also wo diese afrodeutsche Gruppe, die das gestartet hatte und sie ein bisschen beiseite gemacht haben. Und das darf nicht sein. Entweder will man zusammenarbeiten, sicherlich ist es schwierig, ein bisschen Platz zu machen, andere Leute, die nie also in die Politik waren, die man nie gehört hat, also die auch nicht gehört werden. Ja? Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen ein Problem. Das habe ich da auch hier in Nürnberg erlebt, bei dieser zweiten Veranstaltung, es war am Wördersee. Ja, dass einige, also diejenigen, die die allererste Veranstaltung fühlten sich also an die Wand gedrängt. Ja, und das war ein bisschen schade. Und ich bin mir ganz sicher, diese jungen, also diese jungen Frauen und Männer, die das gemacht hatten, hat das, das bestimmt nicht so gewollt. Aber wissen Sie, wenn Sie immer gewöhnt sind, Platz zu nehmen, immer als Erste, dann denken Sie dass nicht, dass auch jemand anders möchte auch was dazu beitragen. Und man muss wissen, wann man sich auch ein bisschen zurückziehen kann, damit alle auch also ihre Stimme erheben können, im Grunde genommen für das gleiche Ziel. Ja, und unser Ziel, das ist dann die Abschaffung des Rassismus. Das soll dahingestellt, ob wir das erleben werden, vielleicht nicht, aber nicht jetzt sofort. Aber zumindest, das ist jetzt im Gespräch. Jeder ist bewusst heute, dass Rassismus gibt und nicht wie zu meiner Zeit in der 80er Jahre. Das war sofort, oh, da bist du empfindlich. Nee, ich bin nicht empfindlich, sonst wäre ich nicht da. Das sage ich immer. Ja, ja. Aber so war es damals. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass gerade die Jugendliche, die jetzige Jugend, bewusst ist, das ist ein Thema, das allen betrifft. Ja? Und dann, wir können nur irgendwas bewirken, wenn wir dann bereit sind, alle in diese Richtung zu arbeiten. Was ein bisschen schade ist, ich hatte diese Black Lives Matter, die Gruppe, für den Sakharov-Preis vorgeschlagen im Europaparlament und ich habe keine Mehrheit gehabt. Aber ich fange nochmal, ich werde sie nochmal vorschlagen, ja, und vielleicht nächstes Jahr. Okay, dann vielen lieben Dank, dass Sie da waren und für die vielen Einblicke und alles Gute weiter in der Arbeit. Ja, und ich bedanke mich auch, das war auch sehr schön, wieder in der Heimat zu sein. Oh ja. Danke. Ja, mal wieder so ein Tag, in dem ich aufstehen mag. Der Wecker klingelt wieder und wieder, mir hängen die Augenlider nieder. Auf halber Strecke zur Lidspalte macht sich auf den Weg, macht sich auf den Weg. We'll be right back.
So, das war es leider auch schon wieder mit Kunst im Kontext und zwar so richtig. Ja, man muss auch, wenn es am schönsten ist, ein Jahr lang Krise. Wir wissen, alles ist so ein bisschen mittel. Aber vielleicht wird es ja auch wieder besser. Der Sommer kommt, die Sonne scheint. Dementsprechend gibt es nächsten Monat einmal Überraschung, wie auch immer. Es folgen neue Projekte. Und bis dahin bleibt uns gesonnen. Selbe Stelle, selbe Welle, nur halt irgendwie anders. Und bis dann, gut's Nächtle. Tschüss.